Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Heute freue ich mich ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen, der Menschen motiviert, der Menschen neue Wege aufzeigt, wie man sein eigenes Leben vielleicht ein bisschen verbessern kann. Also etwas, wo wir alle vielleicht nach streben und nach suchen. Ich begrüße ganz herzlich Hermann Scherer. Herr Scherer, Sie haben verschiedene Bücher geschrieben. Sie haben sich auf der einen Seite um Unternehmen gekümmert oder kümmern sich um Unternehmen und auf der anderen Seite eben auch um das Individuum, um den einzelnen Menschen. Wenn man Sie fragt, wie Sie Ihre eigene Berufsbeschreibung definieren würden, wie würden Sie das tun? Also erstmal ein herzliches Grüß Gott, danke, dass ich da sein darf. Naja, letztlich, also meine Beschreibung ist, wenn man so will, also Autor als Bücherschreiber und Vortragsredner, also ich halte Vorträge. Man würde das auf Amerikanisch Speaker nennen, aber dann kommt man schnell mit den Loudspeakern in Berührung. Also ich halte Vorträge, Redner ist tatsächlich der Punkt. Also fangen wir erstmal an mit den Unternehmen, wo Sie Reden halten, wo Sie eingeladen werden, um dann eben vor der Belegschaft zum Beispiel zu sprechen. Sind das Unternehmen, die in erster Linie Probleme haben, wo man versucht, mal eben eine Außenansicht auch zu bekommen? Nein, ich glaube, also meine Kunden sind wirklich in der Regel Marktführer oder solche, die es werden wollen, die einfach einen Anlass haben, Kick-off, Jahres-Kick-off, Meeting, Verkäufertagung. Und dann komme ich meistens entweder, um so ein bisschen über die neuen Trends zu sprechen, die uns gerade bewegen, und natürlich auch so über die Spielregeln in den Märkten von morgen zu sprechen. Was bewegt uns da? Und der Mensch spielt natürlich immer dabei eine Rolle. Darum kann ich das ja gar nicht trennen, weil ich sage immer, man kann gar kein Unternehmen führen, denn ein Unternehmen ist ja nur eine Betonwand oder was auch immer. Es sind ja immer die Menschen, die im Unternehmen eine Rolle spielen. Darum verknüpfe ich die Dinge auch sehr, sehr gern miteinander. Ja, also wenn man sich dieses Buch anschaut, Jenseits vom Mittelmaß, dann stellt man fest, dass in diesem Buch sehr viele Tipps gegeben werden, nicht? Wie man zum Beispiel sein Produkt im Markt anders präsentieren soll oder kann als eben die Konkurrenz. Mhm. Wie tief arbeiten Sie sich dann immer in diese Firmen hinein, um das sozusagen gerade passend für dieses Unternehmen dann darzustellen? Oder gibt es eine allgemeine Art, wie Sie das den Firmen präsentieren? Naja, beides. In einem klassischen Vortrag erzählen Sie natürlich erstmal grundsätzliche Elemente darüber. In der Beratung gehe ich dann natürlich schon ganz spezifisch auf diese Punkte ein. Und was Sie ansprechen, ist ja insofern wichtig, weil ich sage immer, wir leben in einer Aufmerksamkeitsgesellschaft. Qualität allein reicht heute ja nicht mehr aus. Das ist ja die Eintrittskarte in den Markt. Aber neben der Qualität stellt sich heute die Frage, was nützt es, gut zu sein, wenn es der Kunde nicht weiß? Was nützt es, gut zu sein, wenn sich jemand anders besser verkauft? Und ich kenne eine Vielzahl von Unternehmen, die hervorragende Produkte oder Services anbieten, aber dennoch müssen die sexy gemacht werden, damit die außen auch wahrgenommen werden. Und gerade in Zeiten einer Digitalisierung und Co. werden ja viele Spielregeln nochmal vollkommen neu aufgestellt. Sie stellen den Unternehmen gern die Frage, was macht sie außergewöhnlich? Wenn ich Ihnen jetzt diese Frage stellen würde, außergewöhnlich im Sinne von anderen, die ähnliche Dinge tun wie Sie? Ja, ich versuche immer tatsächlich sehr, sehr lebendig zu sein. Meine Vorträge sind so eine gute Mischung, ich sage mal 40% wissenschaftlich fundiert, aber wir brauchen auch den Spaß dabei, wir müssen lachen. Wir stellen fest, Menschen lernen viel besser, wenn sie Freude haben, wenn sie auch amüsiert werden. Ich sage mal so ein Dreiklang, ein bisschen tiefsinnig, ein bisschen leichtsinnig und ein bisschen unsinnig darf es auch manchmal sein im Leben, zumindest jetzt in der Karnevalszeit. Ja, das sind ja meistens die Unternehmensführer wahrscheinlich, die Sie einladen. Inwieweit sind die aber auch geprägt davon, dass sie in ihrer Autorität also nicht durch jemanden wie Sie untergraben werden, weil Sie vielleicht Dinge aufzeigen, die in dem Unternehmen von großer Bedeutung wären, aber eben den Führungsstil des Unternehmensleiters eben tatsächlich in Frage stellen? Ja, das mache ich nicht. Also es geht ja nicht darum, jetzt etwas in Frage zu stellen. Ich gehe mal davon aus, dass meine Auftraggeber alle den bestmöglichen Job machen, den sie tun können. Es geht ja wirklich eher darum, noch ein paar Punkte aufzuzeigen, vielleicht den Horizont ein bisschen zu erweitern. Wir alle, sowohl die Unternehmensführer
als auch natürlich auch die Mitarbeiter, als auch selbst meine Person im eigenen Raum. Wir sind halt in dieser Scheuklappensituation. Also wir brauchen oftmals den Propheten von außen, der einfach mal Dinge neu sieht, neu erkennt und neu beschreibt. Und dann ist ein Vortrag letztlich ein wichtiger Impuls. Und der kann dann hoffentlich auch zumindest zu einer kleinen Veränderung führen in den Märkten. Ja. Also wenn man sich an Ihrem Buch orientiert, dann haben Sie ja verschiedene, ja, ich nenne es mal Kapitel. Ja. Also zum Anfang geht es Ihnen darum, dass man auch Aufmerksamkeit, sage ich mal, für das Produkt weckt. Ja. Wie macht man das? Indem Sie versuchen, anders als andere zu sein, indem Sie überhaupt, also wir wissen, dass ganz, ganz viele Unternehmen mehr Wert darauf legen, die Qualität zu verbessern. Aber im schlimmsten Fall vergessen, das nach außen zu senden. Also mache ich pfiffige Anzeigen, gehe ich ins Fernsehen, mache ich irgendetwas, um überhaupt bekannt zu werden. Und die das tun, sind schließlich erfolgreich, haben bessere Bildsprache, sind emotionaler. Wir wissen heute, dass wir das merken Sie ja in den ganzen digitalisierten Foren, es geht ja um die Freundesempfehlung, es geht darum, was sagt der andere dazu. Also wir kaufen in Wirklichkeit eine Emotion. Und wenn Sie so einen klassischen Prospekt anschauen, dann sind die ja eigentlich so unheimlich sachgetrieben. Also wir sind gegründet im Oktober 1879 von unserem Ur-Ur-Ur-Großvater. Wir haben noch den alten Kupferstich abgebildet mit dem Ficus Benjamini, den wir damals hatten, und wundern uns, wenn das nicht funktioniert. Und ich mache mal so ein Beispiel, wir heiraten ja auch keine Fakten. Wir heiraten in dem Fall die Frauen, weil wir sie lieben, weil wir damit andere Dinge verbinden als nur Körpergröße und Haarfarbe oder sonst was. Und dieses Spiel, Emotionen zu transportieren, ist großartig. Also viele wollen sich das wahrscheinlich gar nicht eingestehen, weil sie sagen, ich habe ein solches Produkt, das für sich selber so stark ist, da brauche ich nicht zu emotionalisieren, weil Emotionen ja auch teilweise von dem Produkt wegführt, ne? Naja, im schlechtesten Fall führt sie weg, im besten Fall führt sie zum Produkt hin. Das ist ja auch mit dem Buch war das mein Ziel. Es ist ja eher ein Bilderbuch als ein Textbuch, weil ich wirklich gesagt habe, wir lesen schneller, wir lernen schneller. Sie haben ein schnelleres Erfolgserlebnis, wenn Sie das Buch aufschlagen, weil Sie sofort irgendwelche Bilder sehen, sofort in der Story drin sind. Bei einem klassischen Buch, wo Buchstaben auf weißem Papier gedruckt sind, ist die Anstrengung dessen, den Content aufzunehmen, wesentlich höher. Ja, es ist ein wunderschön buntes Buch. Also man könnte fast sagen, ein Bilderbuch für Erwachsene. Bin ich bei Ihnen. Interessanterweise, also hier haben Sie, weil das sind ja zwei Münchner, die ich jetzt hier gerade aufgeschlagen habe, der Rolf Bossi und der Lippert, die ja beide gerade vor kurzem verstorben sind. Aber was macht deren Qualität aus? Warum haben Sie die in Ihrem Buch aufgeführt? Hier ist das Kapitel Expertenstatus. Also, und das passt genau wieder da rein. Diese beiden sind ja als Experte, also Bossi war also schon viele Jahre her, aber damals hieß es, wenn du einen Strafverteidiger brauchst, gibt es in Deutschland nur einen einzigen, nämlich Bossi. So. Ob der nun wirklich gut oder schlecht war, können wir als Laie doch überhaupt nicht überprüfen. Aber den Ruf, den er hatte, war großartig. Und das Gleiche mit Lippertz, der es ja wirklich verstanden hat, ein unheimlicher Ruf, wie es ja einige Friseure in Deutschland gibt, die vielleicht, ich bin jetzt ein bisschen frech, vielleicht noch nicht mal besser sind als ein anderer, aber es besser verstanden haben, sich in Szene zu setzen in diesem bunten Markt. Man sagt ja oft, wenn man von diesem bunten Markt spricht, dass es besonders gut funktioniert, wenn es über Personen transportiert wird. Inwieweit stellen Sie fest, dass das heute eventuell mehr oder weniger eine Rolle spielt? Naja, ich glaube, dass es gibt sicherlich auch Marken, die nicht an Personen gekoppelt sind. Aber wenn wir jetzt allein mal das Ableben von dem Apple-Chef nehmen, wo er dann ja wahrscheinlich Millionen oder zumindest Tausende von Kunden noch Kerzen aufgestellt haben und so weiter, weil ein Unternehmensführer gestorben ist, dann ist das eine hohe Personifizierung, die wir so wahrscheinlich nicht so oft erleben. Aber anscheinend spielt es immer in meinen Augen immer eine größere Rolle, welcher Mensch steckt dahinter oder anders ausgedrückt, welcher Sinn steckt hinter dem Unternehmen. Also meine These ist ja, Unternehmen sind Glaubensgemeinschaften. Es geht ja nicht nur um das Produkt allein, es geht ja, also Botschaft von Apple war damals auch sowas wie, wir sind für diejenigen da, die glauben, die Welt verändern zu können. Und wenn Unternehmen es schaffen, Botschaften zu haben, mit denen sich Kunden identifizieren, ist das was Großartiges. Mhm. Bei Apple war also Jobs, als er nun gestorben ist, war natürlich die Gefahr,
dass mit ihm ein großer Teil des Unternehmens auch dann wegstirbt. Ja, ja. Das ist sozusagen, wenn man eine Person in den Vordergrund schiebt, immer die Gefahr, dass wenn die mal weg ist, sie muss nicht unbedingt sterben, der kann auch so weggehen, dass dann das Unternehmen auch darunter leidet. Bei den beiden Beispielen wird es ja wahrscheinlich so sein. Ja, das kann zum Zusammenbruch führen, was wir ja schon häufig erlebt haben, was auch Scheidungen oder Todesfälle alles an Schaden verursacht haben, weil diese eine Person, dieser Protagonist oder Patriarch eben nicht mehr da war. Ja. Memoru. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich wusste es auch nicht, aber wir werden uns da gleich tiefer hineinbegeben, denn es ist die Bank der Erinnerung. Und diese Bank der Erinnerung, die wird gepflegt von Nikolai Schulz. Herzlich willkommen, Herr Schulz. Herr Schulz, erklären Sie mal in wenigen Sätzen, was Memoru ist. Genau, ich muss ein bisschen meine Stimme entschuldigen, da ich erkältet bin. Memoru, die Bank der Erinnerungen e.V., ist ein gemeinnütziger Verein, ein Zeitzeugenarchiv der Oral History. Wir zeichnen also kurze Videos, idealerweise 3 bis 5 Minuten, auch kürzer, wenn es geht, auf und stellen das ins Internet. Das heißt also, pro Zeitzeuge werden es dann ca. 10 bis 15 Erinnerungen. Und das Projekt ist in Italien entstanden. Am Ende 2008 habe ich in München den Verein gegründet. Und wen wollen Sie erreichen mit Ihren Videos? Wer soll sich die anschauen? Menschen, die an der deutschen Geschichte, ist ein großes Wort, wer in Erinnerung schwelgen möchte. Eigentlich möchten wir, das ursprüngliche Ziel war eigentlich, junge Menschen zu erreichen, die von den Erfahrungen der Älteren lernen können. Aber wir haben festgestellt, dass auch gern Ältere oder eher Ältere sich das anschauen, sagen wir mal 30 bis 70, weil viele dann auch die Erinnerungen teilweise teilen können und sagen, ach ja, Gott, habe ich auch erlebt, und oder meine Eltern. Und also da ist einfach der Bezug noch eher da. Aber es gibt durchaus Projekte an Schulen von Memoru Italien, in denen dann eben Enkel ihre Großeltern filmen und das bei uns hochladen. Ja? Und da freuen wir uns, wenn so etwas stattfindet. Und wir nehmen eine inhaltliche Prüfung vor. Also nicht, dass jetzt irgendwie eine Nazi-Propaganda oder Ähnliches dann hochgeladen wird. Im Gegensatz zu YouTube, wo ja alles hochgeladen werden kann. Und dann erst bei Beschwerden rausgenommen wird. Also es sind so eine Art Biografien, kann man sagen. Ja? Biografien ist ein zu großes Wort. Es sind so einzelne Schlaglichter, Blitzlichter auf einzelne Episoden. Ja? Und okay. Das ist also auch, wenn ich mit einem Zeitzeugen anfange, mich hinsetze, die Kamera aufbaue oder in den Vorgesprächen. Ich betone immer, dass es keine Biografie ist, ja? Sondern eben nur so zeitspezifische Erinnerungen. Dann schauen wir uns jetzt mal so eine zeitspezifische Erinnerung an. Das ist ein Filmemacher, der in Dresden zur Schule gegangen ist. Und der hatte ein Erlebnis in Dresden und das beschreibt er. Ich glaube, es war in der 9. Klasse in Dresden in der Oberschule. Da hatte ein Freund und ich uns etwas ausgedacht als Streich. Wir haben während einer Geschichtsstunde eine Gedenkminute in der ganzen Klasse gemacht für den Westberliner Bürgermeister Reuter, der gerade gestorben war. Das hat natürlich Folgen gehabt. Also, es hat dann einer gepetzt, zu Hause erzählt, der ist zur Polizei oder zur Staatssicherheit. Dann gab es Verhöre. Der Freund, der mit das ausgeheckt hatte, der ist gleich in den Westen abgehauen, war ja noch die Grenze offen. Der Geschichtslehrer wurde entlassen, vorzeitig in den Ruhestand geschickt. Die ganze Klasse wurde aufgeteilt auf verschiedene Schulen Dresdens. Und ich wurde, jetzt zitiere ich wörtlich, wegen Verstoßes gegen das Gesetz zum Schutze des Friedens von allen Oberschulen der DDR relegiert. Ich sollte dann eine Lehre machen und einen Beruf lernen. Aber dann hatte mein Vater über die Zentralstelle in Berlin der Verfolgten des Nazi-Regimes dann eine Begnadigung erwirkt, dass ich auch eine Bewährungsstrafe bekommen habe.
sogenannte Consilium Abiundi. Ich kam in die absolut roteste Klasse von Dresden zur Erziehung mit dem Consilium Abiundi. Also ich durfte absolut mir bis zum Abitur nichts mehr zu Schulden kommen lassen, gar nichts. In dieser neuen Schule hatte ich eine sehr, sehr interessante Deutschlehrerin, das war die Rektorin der Schule. Eines Tages bestellte sie mich in ihr Büro. Ich ging hin, sie schloss von innen die Tür zu, ging an ihren Stahlschrank, holte eine Akte heraus, nahm eine große Schere und sagte, du wirst bitte nie jemandem erzählen, was du jetzt siehst. Dann hat sie meine Strafakte in winzige Schnipsel zerschnitten und mich wieder rausgehen lassen. Die Genossin Wirtgen, die Direktorin der Schule, was die riskiert hat. Und es ist auch später nie wieder aufgetaucht, wenn ich mich in der Filmhochschule beworben habe oder so. Es hat nie jemand danach gefragt. Offenbar war das wirklich weg. Schön. Das ist eine Geschichte, die wenige erlebt haben werden. Eine beherzte Frau. Jeder Mensch hat ja so Schlüsselerlebnisse, nicht? Die also sein ganzes Leben auch irgendwie durch das eine Erlebnis in eine gewisse Richtung gebracht haben. Das sind ja eigentlich die spannendsten Geschichten auch, nicht? Auch für Sie, für Ihr Memorum. Absolut. Ja. Also mein Schlüsselerlebnis war der erlebte Tod der Eltern über Tage hinweg. Die Begleitung der Eltern in den Tod, und das war einfach so ein Wake-up-Call, ein Hallo-Wach-Ruf, über die eigene Endlichkeit des Lebens nachzudenken. So hat jeder seine oft mehrere Schlüsselerlebnisse, wo er einfach sagt, oh, so geht's nicht weiter. Oft ist es Krankheit oder Tod oder ja, also politische Situationen. Genau, also wenn die Akte nicht zerrissen hätte, dann wäre sein Leben völlig anders verlaufen. Ne? Also das war. Und er ist ein ganz besonderer Zeitzeuge, der wirklich als Kind im Konzentrationslager Bergen-Belsen war und später von Franz Josef Strauß freigekauft wurde und dann bei Leo Kirch angefangen hat und. Also solche Zeitzeugen, das macht dann Spaß. Das ist fast faszinierend. Aber einfach mal, um Ihr Bouquet zu verstehen. Schauen wir uns jetzt mal die nächste Zeitzeugin an, die nämlich, Sie haben das genannt, oder sie hat es selber genannt, Guru-Shopping in Indien. Und was das bedeutet, schauen wir uns an. Also als dann die Kinder da waren, alles die heile Welt, irgendwie habe ich gemerkt, das kann es doch nicht schon gewesen sein. Da war immer so eine Sehnsucht, da fehlt was. Da fehlt was. Und dann habe ich erst versucht beruflich, ich habe dann auf der Messe als Hostess gearbeitet und war dankbar für jede Bewunderung. Mein Gott, da war ich noch jung und bedürftig. Dann hatte ich natürlich auch Verehrer und sehr treu war ich auch nicht immer. Und dann war die Olympiade. Da habe ich als Olympia-Hostess gearbeitet mit der Silvia Sommerlath. Und als ich da zurückkam, da ging plötzlich eine totale Wandlung in mir vor. Da wusste ich, alles, was bisher war, ist abgeschlossen. Es muss was ganz anderes kommen. Und habe dann auch die ganze Familie überredet, dass wir von Rosenheim nach München ziehen. Und dann bin ich auf den spirituellen Weg gekommen. Erst über die transzendentale Meditation mit der Hoffnung, da werden die Depressionen besser, hat teilweise geholfen. Diese TM, da gab es einen ganz berühmten Guru. Ja, den Maharishi Mahesh Yogi. Das war mein Einstieg. Das war ungefähr 72, das war nach der Olympiade. Und da bin ich aber gleich so eingestiegen, also das City-Programm, und dann war das, dass mich der Alltag nicht mehr interessiert hat. Dann hat es sogar in die andere Richtung gekippt. Also ich war richtig abgehoben, bin nur weiß rumgelaufen, hatte dann schon Yogakurse gegeben, auch alles in weiß und ganz salbungsvoll. Also so war der Einstieg. Und
das hat mir dann noch nicht gereicht. Ich wollte dann der Tradition auf den Grund gehen und war mit einer so der ersten Pioniere damals, die so 75 auf Selbstfindungssuche gegangen sind nach Indien. Erst zum Iyengar, um den Körper wirklich kräftig zu machen, stabil zu sein. Und dann, ich sage heute im Rückblick, Guru-Shopping. Also von Süden bis Norden habe ich die alle abgeklappert. Und unterwegs trifft man ja immer Leute, du musst in den Ashram und der Guru und das ist gut. Und da bin ich Mutterseelen allein durch Indien gereist, um mir zu beweisen, das kann ich, da bin ich stark genug. Aber zu Hause war eben die Familie. Herr Schulz, ich muss Ihnen aber was Anerkennendes sagen. Also ich habe mich da ja bei Ihnen durch diese verschiedenen Geschichten durchgeklickt auf Ihrer Internetseite. Und man muss ja auch erstmal Vertrauen schaffen, damit, ich meine, auch diese Dame hat ja immerhin erzählt, dass sie ihre Familie sozusagen zurückgelassen hat und sich dann in Indien selbst verwirklichen wollte. Da muss man ja auch erstmal seinem Gegenüber so viel Vertrauen schenken, dass man solche Geschichten erzählt. Wie machen Sie das? Und dass sie nicht ganz treu war. Es ist also bei jedem Zeitzeugen komplett anders. Es gibt manche, mit denen telefoniere ich nicht mal. Wir tauschen uns per Mail aus und dann kommen sie vorbei oder ich bei ihm. Bei ihr, da hatten wir im Vorfeld über 2 Jahre ganz lockeren Kontakt. Sie hat mir mehrere Zeitzeugen vermittelt, auch aus dem spirituellen Bereich, weil ich selbst lange Jahre Yoga praktiziert habe und Interessen in der Richtung habe. Und dann eben haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit reif, nach 2, 3 Jahren lockeren Kontakt. Und meistens geht es dann, also auch wenn jetzt nicht diese Vorgeschichte stattfindet, meistens haben wir dann so ein Vorgespräch, halbe Stunde, Stunde, so ein bisschen Icebreaking Activities. Und dann legen wir einfach los. Ja, und jetzt ist er hier, Harold Faltermeier. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Ein riesiger Ohrwurm, den Sie da kreiert haben. War völlig neuer Sound. Und man hat da wirklich etwas gespürt, von dem man sich eigentlich gar nicht mehr so lösen kann. Und Sie sind ja nun Komponist und Produzent. Und jetzt kommt noch ein Buch von Ihnen heraus. Grüß Gott, Hollywood. Dies ist das Buch, das ist eine Biografie. Ja. Sie sind erst Anfang 60. Warum kommt jetzt schon Ihre erste Biografie raus? Das wäre sehr, sehr oft gefragt. Es ist halt so, ich bin mehr als 40 Jahre in diesem Beruf tätig. Und es gibt so wahnsinnig viele Geschichten aus dieser wirklichen Hochzeit der Popmusik, den 70er, 80er Jahren, wo man also noch wirklich Schallplatten verkauft hat im großen Stil. Ja. Ja. Und dazu kommt eines, ich kann mich sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern. Mhm. Und habe ein wirklich gutes Gedächtnis und kann gut konferieren aus dieser Zeit. Und ich habe halt an Abenden immer wieder erzählt, was da passiert ist, was dort passiert ist. Und irgendwann hat dann meine Lebensgefährtin Birgit Wolf gesagt, du musst eine Autobiografie schreiben, weil das sind so interessante Geschichten. Und damit haben wir dann angefangen. Es liest sich wirklich ganz nett, das Buch. Und man hat so das Gefühl, wenn man das so liest, dass sie ja eigentlich so eine, also ich benutze jetzt mal das Wort, so eine Twitter-Figur auch sind, zwischen also diesem
auf der einen Seite Technik und auf der anderen Seite Musik. Ist das eine richtige Beschreibung? Das kann man so sagen, weil ich habe ja Musik studiert in München, aber parallel dazu Technik. Und die Technik hat mich immer fasziniert. Ich war eigentlich einer der Ersten, der in einer kleinen Band bereits ein PA-System, also eine Anlage hatte, wo man selbst nicht mehr drehen konnte, sondern wo quasi zentral an einem Mischpult, wie im Studio, der Sound für einen Saal gemacht wurde. Ja. Und mich hat Technik fasziniert. Und ich habe einen Werkstudentenplatz gekriegt bei der Deutschen Grammophongesellschaft. Das hat mein Vater damals in die Wege geleitet. Und da hat mich eigentlich diese Technik so interessiert, dass ich am Abend die Sachen auseinandergebaut habe, wieder zusammengebaut habe. Und da ging es halt dann los bei mir. Ja. Darum sind die beiden Welten auch so. Ja, interessant. Aber ich meine, Jahrgang sind Sie ja, was sind Sie für ein Jahrgang? 52. 52. Ja. Das ist ja eigentlich die typische Rock'n'Roll-Zeit. Nicht? Also inwieweit hat Sie das geprägt? Also denn diese Synthesizer, diese Disco-Musik, die kam ja dann ein bisschen danach. Ne? Und wieso sind Sie da dann reingegangen und waren nicht in der klassischen Rock'n'Roll, Rolling Stones, Eric Clapton-Sphäre? Es gibt zwei Lager. Das eine Lager ist die Rolling Stones und das andere sind die Beatles. Mhm. Ich habe mich sofort, als die Beatles begannen, also zu großen Stars zu werden, hat mich diese Musik wesentlich mehr interessiert wie die Rock'n'Roll-Musik der Stones. Das war mir zu einfach gestrickt, zu glatt, zu laut, auf der einen Seite dann auch wieder zu ordinär. Und die Beatles hatten was Cleveres. Die Beatles hatten andere Harmoniefolgen. Die Produktionen waren unglaublich ausgefeilt. George Martin war für mich ohnehin einer der größten Musikproduzenten unserer Zeit. Und das hat mich fasziniert. Und darum ist eigentlich der Rock'n'Roll an mir so ein bisschen vorbeigegangen, ohne dass ich ihn wirklich also ausgeführt hatte. Und wie kommt, denn man muss sich ja noch mal vor Augen halten, die Musik, die Sie dann gemacht haben, das war ja was komplett Neues. Also heute kann man sich das gar nicht, gehört die Synthesizer-Musik so dazu wie eigentlich in ganz vielen Songs. Aber damals, als Sie es gemacht haben, war es ja echt was Neues. Wie ist das, wenn man so eine neue Musik entwickelt? Naja, es ist halt so, dass man erst einmal vollkommen Unverständnis erntet. Keiner weiß, was das eigentlich soll. Und wir selber wussten es ja auch nicht. Ja. Speziell mit Beverly Hills Cop ist es ja zuerst mal angedacht gewesen, ein Orchester, einen orchestralen Score zu nehmen. Damit wäre ich eigentlich heraus gewesen, weil ich das einfach nicht konnte damals. Heute bilde ich mir es schon ein zu können, aber ja, damals war das halt das die Domäne von einem Elmer Bernstein oder was weiß ich von wem, ja, oder von Henry Mancini, ja, ja, aber sicherlich nicht von mir. Und die Produktion, also Jerry Bruckheimer und Don Simpson, zusammen mit dem Regisseur Martin Brest, das war dieses Dreiergespann. Die haben gesagt, also, wir wollen einen R&B, einen funky Score, sehr minimalistisch, und es haben alle den Kopf geschüttelt. Ja. Und wir haben experimentiert, wir haben uns an dieses Metier ran experimentiert. Und es war nicht so einfach. Ja, dieser Song Fly Robin Fly von Silver Convention, ja. Was haben Sie bei dem Song mitgewirkt? Wie haben Sie da mitgewirkt? Na, gar nicht. Das war quasi in einem Parallelstudio. Es waren Freunde von mir, die das aufgenommen haben. Das war also Silvester Lewey und Michael Kunze. Aha. Und interessanterweise waren das immer dieselben Musiker. Ja, das waren also da gab es eine zentrale Figur in München, das war Keith Forsey. Der ist übrigens gerade bei mir jetzt auf Besuch in München. Das war der Drummer. Das war der Drummer der Disco-Zeit. Dieser Mann hat alles getrommelt, was im Disco Rang und Namen hatte. Und die Arrangements, die sind eigentlich durch München durchgeglitten. Man wusste, wie man dieses Material arrangiert, dieses Songmaterial arrangiert. Das ist von eben Kunze Lewey bis dann zu Giorgio Moroder, zu mir rüber und überall. Wir wussten, wie man das anfassen muss. Ja. Und dementsprechend ähnlich klangen dann die Produktionen auch. Die hatten alle eine Message, nämlich die Four on the Floor, also die Bassdrum musste 4 gerade durchstampfen. Möglichst wenig Fill-Ins, möglichst wenig Schnörkel, gerader Beat. Und plötzlich entstand der Munich Sound. Wenn Sie da in Diskotheken reingegangen sind, wie haben Sie sich da gefühlt? Ich meine, das ist ja dann auch so ein ekstatisches Gefühl, was da in den Diskotheken entstanden ist. Wie fühlt man sich da, wenn man dann die Leute tatsächlich zu dem tanzen sieht, was Sie da kreiert haben? Es ist hochinteressant, wobei ich Ihnen sagen muss, dass ich nie der große Diskothekengänger war. Im Gegensatz zu einem Frank Farian, der Nächte verbracht hat
in den Diskotheken seine Platten mitgebracht hat und gehört hat und geschaut hat, wie kommen die Produktionen an, was muss er im Mix ändern. Auch Moroder ist nie in der Diskothek gegangen. Wir hatten sogar mal einmal in New York eine kleine Geschichte. Wir wurden eingeladen in die große Barnes-Diskothek, damals mit 3000 Leuten. Und es hat gebrannt da drin. Und wir sind fluchtartig die Treppen runter. Und dann hat der Giorgio zu mir gesagt, siehst du, ein Zeichen von oben, wir sollten nicht in eine Diskothek gehen. Ja gut, aber ich meine, das ist ja quasi eine Field Study, nicht? Wie, man, ja, wie das so anfängt. Ja, ja. Aber Hot Stuff von Donna Summer, da haben Sie mitgewirkt. Ja. Ganz genau. Und wir hören mal kurz rein, damit die Zuschauer sich nochmal an diesen Song erinnern. Aber Hot Stuff von Donna Summer ist eigentlich nach wie vor ein Burner. Versteht, wo haben Sie angesetzt in diesem Song? Was war da sozusagen Ihr Teil? Wir sind in ein Studio gesteckt worden, kann man wirklich sagen. Mhm. Keith Forsey, Pete Bellari und ich. Und wir mussten ein Lied schreiben. Und jeder hat versucht, irgendwas beizutragen. Ja? Ich weiß, ich kam mit diesem Riff her, mit da 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 da. Das war meine Idee. Okay. Ja? Ja, irgendwann mal aus der Toilette kam Keith Forsey und sagte, Hot Stuff, ja, gute Idee. Und dann wieder der Pete Bellotti einen Text geschrieben, ein paar Zeilen, sit in here, Idee, und dann gab eine Hand die andere. Und das ist einfach so wie eine, man muss sich vorstellen, wie so eine Kettenreaktion. Ja. Ja? Plötzlich weiß keiner mehr, wer was gemacht hat. Ja? Und irgendwann steht der Song. Ja? Also es war so ein Teamwork. Also man muss so echt im Team das sich machen. Und dann, ich meine, das ist ja, sind ja jetzt alles Sachen gewesen, die Sie für einen Musiker geschrieben haben. Nicht? Und wie sind Sie dann den nächsten Schritt gegangen, dass Sie gesagt haben, jetzt mache ich das für Film, für Filmmusik? Es war die Not der Tugend. Ich habe mit Giorgio Moroder 1979 angefangen, mit Donna Summer zu arbeiten. Vielleicht möchte ich nur einmal Giorgio Moroder sagen. Das war eigentlich so Ihr Ziehvater, jemand, der Sie... Ja, richtig. Giorgio Moroder war ein ganz großartiger Produzent hier in München. Mittlerweile arbeitet er auch wieder. Er ist DJ jetzt und ist sehr, sehr erfolgreich und tourt in der ganzen Welt Geschichte spazieren. Ja. Und spielt unsere Hits von damals auf der Bühne. Ja, ist ja. Ganz, ganz, ganz großartig. Und Giorgio hat in München ein Studio und betrieben im Arabella-Haus. Ja. Eines der berühmtesten Studios der Welt. Es hieß Musicland Studio. Dort war Queen, da waren die Stones, da waren Billy Squire, wer auch immer. Die ganz, ganz großen Stars haben dort auch aufgenommen. Und er hat dann natürlich dort auch seine Donna Summer produziert. Und er hat mich mit nach Amerika genommen. Und diese erste Zeit mit Giorgio in Amerika, das waren 1,5 Jahre Vollgas. Wir sind von einem Projekt ins nächste gehechtet. Florian Homm, herzlich willkommen. Sie haben eine so spannende Lebensgeschichte, dass man sich gar nicht sicher sein kann, wo man überhaupt anfangen soll. Weil, ich will einfach mal so ein paar Highlights setzen, damit, es gibt ja Menschen, die Sie nicht kennen. Alle, die an der Börse was zu tun hatten, kennen Sie wahrscheinlich, weil Sie haben natürlich eine große Öffentlichkeit bekommen, nachdem Sie in Amerika aufgehört haben mit dem Börsengeschäft und sich dann, dann sind sie geflüchtet. Dann hat man in Amerika sie über 225 Jahre verknacken wollen und dem sind sie entflohen. Ja, ich muss kurz, wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, aber, ja, freundschaftlichst unterbrechen. Es ist tatsächlich so, dass ich mich zwischen 2007 und 2013 in zwei Gerichten, einmal in New York und in Washington, gegen etliche Vorwürfe gewehrt habe, ganz offiziell. Und dass ich sogar in der Schweiz, in Genf und Lausanne, 4 Jahre mit der Staatsanwaltschaft dort kooperiert habe. Und dass Flüchtlinge verteidigen sich ja nicht vor Gericht.
und sondern sie flüchten, ja. Ja. Und so gesehen war ich doch sehr, 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 sehr greifbar und war auch in Paris gemeldet, habe an der UNESCO gearbeitet und in der Botschaft geschlafen, gewohnt. Also ganz so schwierig war es nicht. Ja, was wurde Ihnen denn vorgeworfen, damit die Zuschauer das auch mal verstehen? Also Sie haben einen Fonds gehabt? Ja, wir hatten eine Fondsgruppe, ganz kurzer Background. Ich bin seit ungefähr meinem 17. Lebensjahr Finanzunternehmer. Ja. Das sind jetzt bald 40 Jahre. Und mir wurde vorgeworfen, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt, konspirativer Betrug und Kursmanipulation. Das sind die zwei Kerntatsachen, aber man hat es noch nicht fertiggebracht, nach einem knappen Jahrzehnt eine Anklage zu erheben. Aber wie ich sagte, ich bin perfekt medial verurteilt. In zwei Instanzen haben wir bereits gewonnen, das wird auch nicht erwähnt, das gehört dazu. Ja. Ein Unschuldiger ist wenig spektakulär. Und Sie haben erstmal, wenn wir von vorne anfangen, also in Harvard studiert, also Sie haben richtig fundamentale Ausbildung, dann bei Merrill Lynch gearbeitet, Julius Baer, das sind natürlich alles Finanzhäuser, die einen riesigen Namen hatten. Und dann haben Sie sich selbstständig gemacht. Dazu gehört ja auch Mut. Warum haben Sie das gemacht? Also man darf nicht so vermessen sein und sich immer so wichtig nehmen. Irgendwo sind wir in unserem Alter ja auch die Kinder. Ich sagte mal von Ronald Reagan und Margaret Thatcher, des wild und gierigen Finanzkapitalismus, in Epochen, in denen die Jugendlichen nicht Astrophysik studiert mehr haben, sondern gewisse Finanzratios ermittelt. Also das war also die Aufbruchstimmung. Viel Geld ist besser als viel Ruhm und Wissen. Ja. Da in dem Umfeld bin ich groß geworden. Mein Großvater de facto eigentlich ist Josef Neckermann gewesen. Man hat also auch in der Kaufmannsfamilie einen gewissen Background erlebt, was Ehrgeiz betrifft. Also ich war definitiv massiv ehrgeizig. Nach Amerika bin ich gekommen, weil ich für die Junior-Nationalmannschaft Basketball gespielt hatte. Ich hatte auch ein 1er Zeugnis, okay, aber das haben leider alle, die sich in Harvard bewerben. Ja, und ich konnte halt noch mit Basketball gut dribbeln. Ja. Da hat man auf amerikanischen Universitäten dann sofort einen Vorteil, nicht? Wenn man also ein gutes Zeugnis hat und sportlich ist. Ja, genau. Also es hätte auch Briefschachmeister sein können, aber irgendwas. Ja. Noten allein ist ja gut, aber letztlich ist das nicht so entscheidend. Ja. Aber dann haben Sie ja auch irgendwann mal entdeckt, dass man gut Geld verdienen kann an der Börse. Also meine erste Firma habe ich mit 18 gegründet. Das war eine Firma namens Intervest, ein größerer Investmentclub. Der war schon sehr profitabel. Da bin ich über einen Freund rangekommen, der heute auch noch ein Star-Manager ist. Wir haben das zusammen gemacht und diese Unternehmung habe ich dann 82 verkauft und hatte damals schon sehr, sehr massiv spekuliert in Hunderttausenden Millionen an Börsenwerten, Rohstoffen, allem möglichen Kram. Ihre Firma soll 3 Milliarden wert gewesen sein auf dem Höhepunkt. Also wir hatten grob 4 Milliarden in der Verwaltung. Der Börsenwert in London, in Frankfurt lag ungefähr bei 1 Milliarde. Die Firma, die ich ungefähr 7, 8 Jahre davor gegründet hatte, die hatte einen Börsenwert von ungefähr 550 Millionen Euro in der Spitze. Jetzt haben Sie natürlich immer Gläubiger gehabt, die an Ihren Erfolg geglaubt haben, den Sie ja auch dokumentieren konnten am Anfang, sonst kriegt man ja die Gläubiger. Nein, also wenn Sie das nicht richtig machen, dann findet Sie das Geld nicht. Bis zum Jahr 2007 war ich immerhin der international am höchsten prämierte deutsche Fondsmanager, bester US-Spezialfondsmanager, mehrfach bester Europa-Manager, bester Deutschland-Manager, mehrfach dreimal bester Hedgefondsmanager über 2 Jahrzehnte. Also eigentlich über 3 Jahrzehnte und dann letztlich werden mir 3 Jahre vorgeworfen, in denen ich unlautere Sachen gemacht haben soll, wie dem auch sei. Ja. Also unter anderem wird Ihnen da vorgeworfen, dass Sie Firmen groß geschrieben haben, dass Sie über Firmen Dinge erzählt haben, die in dem Fall, in der Größenordnung gar nicht unbedingt gestimmt haben. Würden Sie das heute vielleicht in dem einen oder anderen Fall zugeben? Nein, definitiv nicht, weil die Prämisse ist ein bisschen prekär daneben. Also wenn Sie Milliardär werden als Hedgefondsmanager, dann setzt das ungefähr voraus, dass aufgrund der Gewinnbeteiligung, dass Ihre Kunden ca. 10 Milliarden verdienen müssen. Ja? Und mein Engagement in diesen sogenannten Microcap-Aktien, das sind eher kleinere Aktien,
Da, an denen habe ich ein Verlustgeschäft gemacht von 33 Millionen. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, wo mein Vorteil war. Ja? Und wenn Ihre Kunden 10 Milliarden verdient haben über die Jahrzehnte, und mir wird ja nicht vorgeworfen, ich hätte mich mit 7 Millionen Dollar bereichert. Irgendwie stimmen die Relationen nicht. Es gab auch mal eine Zeit, wie gesagt, da haben sich alle über diesen Erfolg gefreut und das war ein Gemeinschaftserfolg. Klar, solange es bergauf geht, sind alle happy. Genau. Und dann kommt der Börsencrash und dann werden die alle fürchterlich sauer, wenn die nicht mehr das kriegen, was man ihnen versprochen hat. Das hat auch was mit Leistung zu tun. Wir hatten 2008 und 2009 ohne mein Werk, da bin ich bereits ausgeschieden, ganz formell ausgeschieden, hat die Gruppe eine derartige katastrophale Zahlen hingelegt und schlechte Resultate. Aber es ist natürlich leichter, auf jemanden zu zeigen, dann ist ja der Misserfolg, der hat ja nur einen Vater. Ja, ja klar. Ist da auch sehr bequem. Ja. Und das haben Sie natürlich auch gemacht, Sie standen in der Öffentlichkeit. Sie haben mit Ihrem Gesicht, mit Ihrem Namen für diesen Aufschwung gestanden. Und dann kommt natürlich der Hammer, wenn es dann in die andere Richtung geht. Dann ist das Gesicht natürlich auch dafür verantwortlich. Ja, man muss auch einstecken können. Es ist ja nicht so, dass ich als Investmentbanker oder Raider, dass ich einen Ruf hatte, besonders zimperlich zu sein. Und wenn man austeilt, ja, das kann auch mal zurückkommen. Ja. Wo glauben Sie, dass Sie am meisten ausgeteilt haben? Ja gut, ein Teil unseres Geschäfts oder meines Geschäftsmodells war tatsächlich, in Schwachunternehmen zu finden, die dramatisch überbewertet waren, wie zum Beispiel eine Bremer Vulkan oder die WCM, eine Immobiliengesellschaft, oder auch die MLP, die stand mal bei 200 Euro, dann stand sie irgendwann mal bei 6. Und da haben Sie gegen die Firma gewettet? Ja, wir haben darauf gewettet, dass die Realität den Kurs eines Tages einholen wird und dass die Gewinne doch nicht so hoch sind, wie sie vielleicht avisiert sind. Und dass da einiges in den Läden stinkt, was noch nicht insgesamt bekannt ist. Ein großer Journalist hat das mal als aktive Sterbehilfe beschrieben. Das ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch. Aber selbstverständlich, desto schneller so eine Position aufgeht, desto höher ist der annualisierte Gewinn. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.